Zertifikate sind moderne, innovative Finanzprodukte für Privatanleger. Es handelt sich um strukturierte Wertpapiere, die rechtlich betrachtet als Inhaberschuldverschreibungen ausgestaltet sind, so wie klassische Unternehmens- oder Staatsanleihen auch. Im Gegensatz zu klassischen Anleihen gewähren Zertifikate jedoch in den meisten Fällen keine feste Verzinsung, sondern versprechen die Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Wertes, dem sogenannten Basiswert. Erwerben Anleger beispielsweise ein Zertifikat auf die Aktie der Beispiel AG, so ist die Wertentwicklung des Zertifikats von der Wertentwicklung der Beispielaktie abhängig. Dabei können je nach Produktausgestaltung steigende, seitwärts tendierende oder auch fallende Aktienkurse für den Wert des Zertifikats von Vorteil sein. Strukturierte Wertpapiere können also Ertragschancen in völlig unterschiedlichen Szenarien bieten, beinhalten umgekehrt aber auch entsprechende Verlustrisiken, sollte sich die Markterwartung des Anlegers nicht erfüllen. Im ungünstigsten Fall könnten die Wertpapiere sogar wertlos werden. Es gilt, wie bei jedem Finanzprodukt, der Grundsatz: je höher die Ertragschancen, desto größer das Verlustrisiko. Da es sich bei Zertifikaten um Schuldverschreibungen handelt, ist die Rückzahlung auch von der Bonität des Emittenten abhängig. Ein Totalverlust durch Zahlungsunfähigkeit des Emittenten war in der Vergangenheit zwar die absolute Ausnahme, dennoch sollte die Bonität des Emittenten ebenfalls eine Rolle bei einer Investitionsentscheidung spielen.